Finger weg von der Frau. Ah, ich hab schon gesagt, das ist meine Schwester. Ach, die kannst du haben, die kenne ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir spielen Assassin's Creed Revelations. Und beim letzten Mal war ja das Ende dieser Falktier. Und ja, mit Rechtsklick ging das. Hab jetzt schon eine Weile nicht, was heißt eine Weile, eine Woche nicht mehr gespielt oder so. Weil da ja Prüfungen waren und all so ein Scheiß. Aber das kann ja euch so ziemlich egal sein. Hauptsache, der Content kommt richtig. Ja, wir müssen jetzt die ganzen Kanonen hier zerstören, weil unsere geliebte Heimat Monteriggioni leider belagert wird. Und das auch noch von den Borgia. Die sollen sich angeblich vor einiger Weile, also in den Abendstunden des gestrigen Tages, wo Ezio ja ein paar Mußestunden mit seiner Freundin Katharina da verbracht hat. Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Warum geht es denn so schlecht zu bewegen? Okay, gut. Ja, okay, eine Kanone kann man nicht einfach so mal schnell verschieben. Verstehe ich. Ezio, ich verzeih dir. Ja, ladet nach, Leute. Und wir... Oh, scheiße. Kanone im Arsch. Los, 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 los. Nehmen wir ein bisschen die da hinten gleich. Attacke. Diese ganzen Menschen anzugreifen würde uns nichts bringen, aber man kann sie angreifen. Das weiß ich ganz genau. Wir haben nichts zerstört gerade, wa? Oh, oh, das wird knapp, das wird knapp. Nehmen wir lieber die hier vorne. Hallo? Die musste mal so ein bisschen leuchten. Dann können wir uns sicher sein, dass wir die treffen. Dann hier diese großen Belagerungstürme, um auf die Burgmauern zu gelangen. Der zu ziemlich typisch für mittelalterliche Kriege. Natürlich haben die Borgia natürlich sowas. Was ich immer am aller logischsten finde, die ganzen Pfeile, die in den Mauern feststecken. Das geht doch gar nicht. Wie soll so ein Pfeil bitte in einer Steinmauer stecken bleiben? Ich glaube nicht, dass da irgendwie Laser dran sind. Oh, jetzt können wir wieder die Messer uns gegenseitig in den Arsch schieben. Diese Aktion hier gerade war ja zum Beispiel... da hätte ich gerade glatt einen Attentat machen können. Diese Aktion hier gerade, wo er da das Seil abschneidet und sich damit hochziehen lässt durch das Gegengewicht von dem Sack oder was das ist, gab es ja auch erst im Brotherhood neu. In Teil 2 gab es das, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Aber vielleicht erzähle ich da jetzt auch schon wieder Mist. Hallöchen, meine Rotkäppchens. Hä? Rotkäppchen? Aber soll ich mal sagen, was noch rot ist? Blut! Ha! Nein. Natürlich nicht, das ist bei euch gelb. Oh, können wir auf den Belagerungsturm gehen? Erinnert mich ein bisschen an The Witcher, weil da geht man am Anfang auch in so einen Turm rein. Und muss da drin erstmal mit dem König ein bisschen rumlabern. Oh, da kommt ein Chefchen. Den müssen wir mit Leertaste nehmen. Der ist nicht fokussiert gewesen. Ist natürlich ganz schlecht. Mit Leertaste immer so ein bisschen gegenboxen. So bum, 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 bum. Und einfach am besten reinstechen. Reinstechen, nicht ein bisschen rauf. Genau. Gut gemacht. Guckt hier. Und da ist es. Da. Wie kann so ein Pfeil im Stein feststecken? Du bist in der Zone. Du musst desynchronisiert werden. Das darfst du nicht. Ja, du darfst es wieder. Nicht das gleiche Recht für alle. Scheiße. 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 Du kriegst jetzt auf Maul. Ha. Das war knapp, meine Freunde. Sie brechen durch das Tor. Mario. Scheiße. Nein. Ich weiß, ihr seid da, Ezio! Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft. Und davon! Gebt mir die Büchse von seinem Freund. Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht.
So nehmt dies als Einladung von meiner Familie an eure. Verfickte Ficky-Fuck-Fuck-Fuck-Kack. Scheiße. Onkel Mario ist tot. Ah, darauf habe ich ja in den letzten Folgen schon angespielt. Basta! Ich kann gehen. Vorsicht! Da kommen sie! Zieht euch alle in die Villa zurück! Ja, so kann ich und nicht Ezio kämpfen. Darf wieder kämpfen. Steht mir bei. Genau, steht mir bei. Ey, guck mal, du kannst dich doch ganz schön gut bewegen. Oh, nicht deine eigenen Leute angreifen, Ezio. Du kämpfst ganz schön gut dafür, dass du gerade zwei Kugeln abbekommen hast. Also, Respekt, Ezio. Ich hätte es nicht drauf. Und da ist ja so vieles drauf, was ich nicht drauf hätte. So, da sind die Nächsten. Die müssen wir uns auch gleich schnappen. Hallo. 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 Ah, du kriegst mich nicht. Ah, nein, die stehen schon so bereit da. Das ist nicht so clever. Oh, fuck. Wisst ihr eigentlich, wie Blut schmeckt? So. Als wir angekommen sind, war noch alles ganz friedlich und schön, ja? Aber was ist jetzt hier los? Überall tote Leichen. Tote Leichen. Ist ja auch wieder doppelt gemoppelt. Tote Leichen. So. Jetzt müssen wir unsere Schwester retten. Oh, Claudia, 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 Claudia. Ey, lass meine Claudia in Ruhe. Oder klau die Claudia. Folgt mir. Nö, ich muss dich doch retten. Ich muss erstmal die Leute hier töten. Ah, vielleicht sind da hinten noch mehr. Sie hat schon recht, ich sollte mitgehen. Ey, geh weg, 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 geh weg. Oh, nicht stehen bleiben. Ach, wir haben ja kaum Leben. Okay, das sollte ich jetzt lieber lassen, so eine Faxen. Stürp. Hä? Ach so. Ja, 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 ja. Bisschen verkrüppelt. Warum zuckst du denn so? Hast du epileptische Anfälle? Oh. Aber wenn ich so durch so eine Rüstung haue, kann es doch nicht gleich bluten. Der hat doch eine richtig fette Steinrüstung. Ey. Finger weg von der Frau. Ah, ich hab schon gesagt, das ist meine Schwester. Ach, die kannst du haben, die kenne ich nicht. Schwesterlein. Wollen wir Verstecken spielen? Nein. Hier wird nicht bereut. Los, Freunde. Rein da. Wir haben Verräter unter uns. Was macht der denn da? Ey, Michael Jackson gibt's jetzt hier nicht. Doch, das ist Michael Jackson, guck mal. Jetzt den Kopf weg. Hm. Ich werde sie aufhalten. Halt, wartet auf uns. Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. Bin überrascht, dass es ihn gibt. Lasst mich durch, ich muss den Truppen helfen. Das war ein Verräter. Oh, Ezio, jetzt bist du ein bisschen angeschlagen, wa? Ich bin hier, Ezio. Hä, wo ist denn... Ich hab grad... Okay, die ist schon runtergerannt, aber dafür war die Stimme gerade noch ziemlich klar. Ich hab grad, ich muss niesen. Der Weg wird sehr gefährlich. Beschütze Mutter. Alter, ihr, Juno, das ist ein wahrlich schöner Ort. Wo ist Mario? Ich dachte, er würde auf uns warten. Das Borgia-Fußvolk umzingelt die Stadt! Mario ist tot. Ihr müsst von hier verschwinden. Bring Mutter nach Firenze. Bringt mir ein Pferd. Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma. Geh, mein Sohn. Vernichte sie. Doch vergiss nicht, für wen wir Assassinen kämpfen. Hm.
fährt hat aber einen schönen Pony. Ha. Oh Gott, nein. Kipp nicht runter. Ich habe ja gesagt, du sollst nicht so viel trinken. Pferd, fang es auf. Fang es auf. Ezio's 9S. Sequenz 1 beendet. So, haben wir schon mal eine geschafft. Wie viel Tier in diesem Teil gab, habe ich glatt. Keine Ahnung von. Ich schätze mal vielleicht 13 so. Brotherhood, wie war denn das? Oder war das da schon der, wo wenig war? Ich weiß, nur Revelations waren mir ein bisschen zu wenig. Aber das tut ja jetzt überhaupt nichts zur Sache. Und Ezio, du blutest doch ein bisschen. Ganz, 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 ganz kleines bisschen. Aber vielleicht hat sich auch noch jemand mit Tomaten abgeschmissen. Ich finde einfach keine Position für Ezios ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond. Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Ah, richtig. Um den Tempel zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als sie ihn berührte. Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen. Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Vielleicht. Exakt vielleicht? Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur zu viel gegessen. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte. Dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist. Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das, oder Rebecca hat's einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nehme doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Du meinst Satellitenüberwachung? Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden sie nicht. Komm mit mir. Dabei müssten sie alle doch an einem Strang ziehen. Oder nicht? Ich glaube, die bauen jetzt drinnen da das Lager auf, soweit ich noch weiß. Aber es geht ja gleich weiter. Ein Balken blockiert es von innen. Hier kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, Sean. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube, ich hab was. Ezio. Er führt mich. Oder ist das, Alter. Nein, ist es nicht. Das wird jetzt ein gewagter Sprung. Und weg ist er. Ja, oder man nimmt eine Leiter. Cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Wir warten dann einfach hier oben, ja, so ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Ey, Sean ist echt eine Bombe. Das ist schon ein guter Charakter. Ist ganz schön dunkel, mach mal Licht an. Warum geht das nicht an? Ach, endlich raus aus dem Animus. Willst du mal meinen Leuchtstab sehen? Lass mich raten, du bist mehr der um 6 ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin Tschüss. Nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Gibt's hier Wände? Überzeugt. Okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeig ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Du zeigst es mir. Wir haben Licht. Das war nur eine Ladesequenz. Ah.
Hätte man sich auch denken können. Was denken. War das? Denken. Seelen. Du kannst nicht sehen. Bist du blind? Zeig mal. Könnte ich doch eh nichts erkennen. Wie soll ich denn sehen, dass sie blind ist? Bevor die Soldaten dich schnappen. Korrekte. Los. Sie flohen hier lang. Was? Elsie und die Einwohner. Nach dem Angriff. Ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Okay. Beliebige Taste drücken. Jetzt machen wir das hoch. Los, geh durch, Lucy. Dann passiert dir dasselbe. Super, es klemmt. Ich pass durch. Bereit. Du hattest die Chance. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Na klar, wir finden immer einen anderen Weg. Ist aber auch zu einfach. Von hier aus oh, ist da noch rum drinne? Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Was ist denn so schlimm an Ratten? Da kommen wir nicht hoch, also seilen wir uns mal einen ab. Oder wir seilen erstmal einen ab. Genau hier. Nein, natürlich nicht. Desmond? Boah. Ich bin hier, ja? Ey. Bleib bei mir. Ja. Was soll denn das, du Schwuppe? Du Schenkel. Das ist jetzt ein Insider. Sowas brauche ich jetzt eigentlich nicht bringen. So, da müssen wir hoch. Das war gerade ein guter Bug. Jetzt hören wir schon Stimmen. Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Jetzt wohl mehr als einfach. Hättest du ein Schwert, könntest du einfach da hochgehen und dich da festhalten und es unten durchschneiden. Was hast du denn vor? Gut gemacht. Stets zu Diensten. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wirst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitet. Fick dich. Nein. Du wirst fett. Nein, Quatsch. Du bist fett. Guck dich mal an, ja? Und drauf da. Bereit. Yeah. Wie Captain Jack Sparrow, oder? Like a boss. Bete zu mir. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst, ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? Ja. Wir brauchen keine Leiter, wir sind Skiller. Hoffentlich fällt hier wirklich kein Stein ab. Next. Hallo. Ah, okay. Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Das war knapp. Da, ein Hebel! Ah, hier ist ganz schön feucht hier unten, oder? Hallo? Nee, ich wollte jetzt das nicht aufmachen. Wo geht was auf? Ach, da oben. Hab ich gar nicht gesehen. Du sollst nicht... Hallo, was macht der denn? Hat der irgendwie... Geh doch mal einfach weg da.
Sehr gut. Ach man, Desmond muss man noch viel beibringen. Aber ich finde, schöne Sachen hat er ja an, ne? Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Wenn man jetzt nochmal... mit Katharinas Wasserbaden und ich schwimme im Klo. Du kannst ja auch mit Lucy hier baden. Aber hier, wenn man jetzt mal nochmal so speziell drauf achtet, im Vergleich zu Teil 3 und in diesem Teil, da sieht man zum Beispiel komplett auch an der Engine, dass zum Beispiel die Kapuze sich im dritten Teil mitbewegt und die Tasche mit rumwackelt, wenn er sich bewegt. Und hier ist noch alles sehr steif und rangeklebt. Ja, das wollte ich jetzt nur mal so loswerden. Den hier hab ich. Ja, sie hat aber keine Hakenklinge. Wer weiß, was sie so versteckt. Hat sie gerade gesagt, da vorne ist noch ein Mädel? Können wir da hochklettern? Nein, können wir nicht. Soll ich jetzt hier baden gehen oder was? Wie stellt die sich das vor? Ja, ich sehe dich doch. Doch, ich muss da hoch. Nein, du sollst da hoch. Ja, soll ich da jetzt... Okay, kann dir ja egal sein, ne? Kann dir ja egal sein. Ich darf in der Scheiße planschen. Nicht jammern. Du hast leicht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Okay, da kommen wir nicht hoch. Bisschen. Wie soll ich denn das jetzt machen? Sagt mir das mal einer. Hä, ich bin doch noch gar nicht oben. Oder ging's da doch hoch? Ich hab's doch gerade probiert. Fail 2.0. Oh, es geht hoch. Puh, ich stink. Du übertreibst. So, dann sind wir jetzt am Ende dieses Parts. Und wir sehen uns dann im Part 00. Vier. Wir sind ja jetzt schon im dritten wieder. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Morgen oder was auch immer. Cheerio!